Oh, Sprint Bug Plus. Ich mag nie mehr. What the f... Was war das? Hallöchen YouTube und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Hall of Traps. Beim letzten Mal waren wir hier und haben Level 9 nicht geschafft. Das wird jetzt selbstverständlich nachgeholt. Wir machen jetzt Level 9 und auf geht's. Ich habe selbstverständlich nicht geübt, warum soll ich denn üben? Und beim letzten Mal haben wir genau hier auch richtig gehangen. Und irgendwie habe ich den Wurm. Ich weiß auch nicht. Okay, alles gut. Alles gut, stehen bleiben. So. Und dann weiter hier hoch und darüber und hier hoch und bleiben und bleiben und runterfallen. So. Wiederbeleben. Nutzen wir den Stern und gehen hier auf Spiel laden. Wir sind gleich wieder da. Ich muss mal ganz kurz ein wenig herumfliegen, weil ich vergessen habe, den Knopf zu drücken, weil ich hier auf diesem lokalen Server eine neuere Version eingespielt habe, beziehungsweise ein bisschen geschrieben habe. Hatte da ein bisschen Scheiße gebaut und musste dann die Homepunkte quasi wieder überschreiben, beziehungsweise die User-Datenbank, weil ich die ein bisschen verkackt habe. Da sind wir schon wieder und wir drücken den Knopf, drehen auf Game Mode 0 und auf geht's. Die vorherigen Level hatten wir ja alle schon in Part 1 gesehen. Ich hoffe auch mal, dass das jetzt nicht allzu viele Parts haben wird. Denn ich, das ist schon wie... Warum kümmere ich mal die Windows-Notifications, wenn ich Minecraft aufnehme? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt auch hier vor gerade noch die Yoshi-Aufnahme gemacht. Kann ich euch auch nur empfehlen, mal reinzuluxen, weil die ist echt ziemlich crazy geworden. Nein! 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 Das hat nicht gereicht. Warum auch? Na gut, wir haben ja beruhigende Musik. Ich denke mal, das lenkt mich etwas ab. Und wir sind ja hier wieder, ohne unseren Kopf zu braten. Das ist echt unglaublich. Hey! Warum? What the fuck? Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich noch runterfalle. Habe ich nicht getan, deswegen lasse ich mich mal kurz verbrennen. Ne, das ist eigentlich nicht der Grund, aber keine Ahnung. Fand ich jetzt eine gute Ausrede. Und hoch. Und runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Anbrennen lassen. Nochmal anbrennen lassen, damit es besonders einfach wird. Und runter. Und hoch, 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 hoch. Und rüber. Und ja, da war der Hit in der Luft. Das ist doof. Und Netherstern und Spiel laden. Und weiter geht's. Nächster Versuch. Ich schaff das. Komm. Komm. Nein, nein, was war das denn jetzt schon wieder? Meine Güte. So. Ups. Ups, ich habe gerade einen Bug gefunden. Okay, Warpunkt existiert nicht. Das ist tatsächlich ein Bug auf diesem Server hier, auf dem lokalen. Ich werde auch gleich nochmal ein Video machen, denke ich, wo ich nochmal alles zeige, was jetzt hier so Neues ist. Wenn ich das bis dahin hochgeladen habe, dann kommt der auch unten in die Videobeschreibung. Wenn nicht, ach, Tür geschafft. Sehr gut. Zack. Hui, okay, jetzt benutze ich mal kurz den Heal-Befehl, sonst müsste ich mir jetzt killen und sonst was, aber das wäre ja uncool. So, Glückwunsch, du hast schon 10 oder 20 Level bestanden. Jetzt sind wir beim zweiten Jump-Run. Mit den Glasscheiben. Der ist ein bisschen mies. Weil, wenn wir ihn verkackt haben, müssen wir komplett von vorne beginnen. Und kriegen jetzt mal einen Hit vom Kaktus. Mindestens einen. Und Kakteen sind nicht so bequem, dass man sich da so besonders häufig gegenstellen möchte. Deswegen, naja. Es gab auch mal, das kann ich ja mal erzählen, es gab hier mal einen Bug auf dem Server, dass man sein Leben nicht regeneriert hat. Dann ist man quasi gestorben, wenn man zu oft runtergefallen ist. Das war nicht geplant oder sonst irgendwas, also falls jemand von euch zuschauen sollte, meine Güte. Und leider sowas erlebt hat, das war nicht so gedacht, das sollte einfach nur so sein, wie es jetzt ist, dass man immer so quasi eine Ohrfeige bekommt, wenn man runterfällt. So. Alter, ich bin echt zu blöd. Das gibt's doch gar nicht. Doch, bei Roller.
Was? Was? Ich weiß nicht. Vielleicht könnt ihr ja noch so ein paar neue Features entdecken jetzt hier. Fällt mir jetzt gerade auf. Wenn ich mir so ein paar Dinge angucke, dann fällt mir ein bisschen was auf, was jetzt bald neu kommt. Wenn dir was Neues auffällt, könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben. Würde mich interessieren, ob man das merkt oder nicht. Okay, diese Musik nervt gerade ein bisschen. Die Musik, die ich übrigens in meinen als Hintergrund benutze, das ist alles die Musik, die man auf YouTube runterladen kann. Die ist irgendwie im, ich weiß gar nicht, im Kreativbereich oder so, wenn man sich einloggt. Da, und dann quasi Videos editiert, dann gibt es ja noch so ein paar andere Optionspunkte. Unter Analytics, das ist glaube ich irgendwie Video, Kreativ, sowas irgendwie, keine Ahnung. Fällt mir gerade nicht ein. Auf jeden Fall, da gibt es auch eine Musikdatenbank. Und da gibt es echt viele schöne Hintergrundlieder, die man so benutzen kann, ohne Probleme mit der GEMA oder sonst was zu bekommen. Kann ich nur mal empfehlen, da könnt ihr mal reinblättern. Ich habe mir jetzt, glaube ich, knapp 100 Lieder runtergeladen. Die sind alle echt gut. Gehen alle nicht allzu lang, aber das soll eigentlich nicht stören, weil Hauptsache man hat ein bisschen Hintergrundmusik. Und wenn man da so 100 Lieder oder so runtergeladen hat, dann passt das auch. Ich muss sagen, jetzt sind wir zwar Level 9 durch, aber Level 10 ist jetzt auch nicht viel einfacher. So, hier machen wir jetzt einfach mal den hier, so, und zack. Meine Güte! Bäh. So. Ich überlege gerade, über was man noch labern könnte. Ja, ich kann ja einfach mal sagen, dass aktuell von der Hall of Rage, wie sie ja von einigen liebevoll genannt wird, auch bald neue Level erscheinen werden, falls es euch interessiert. Level 31 bis 40. Beziehungsweise, nee, die gibt es ja schon. Level 41 bis 50, meine ich natürlich. Und, ja. Das würde ich euch auf jeden Fall mal empfehlen, wenn ihr das zocken möchtet. Ich schlage mich hier eigentlich jetzt gerade nicht wirklich gut. Vor allem, wenn ich jetzt nicht mal... Ich schaff's nicht mal auf die erste Scheibe. Das ist ja gerade das Bittere. Und vor allem, man muss ja bedenken, ich habe das Ding ja gebaut. Ansonsten wäre es ja nicht allzu schlimm. Aber ich muss es ja schaffen. Ich war am Schleichen. Warum schaffte ich das nicht? Meine Güte. Minecraft, du und deine Bugs. Ernsthaft. Mutti, keine Lust mehr. Geffi mag nicht mehr. Why? Warum fange ich eigentlich solche Projekte überhaupt an? Naja, ich wollte eh irgendeine Adventure-Map spielen, deswegen habe ich gedacht, ich fange einfach mal mit meiner eigenen an, weil das bestimmt super ankommt. Nee, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum ich mit meiner eigenen angefangen habe. Ich hätte auch mit jeder x-beliebigen anderen anfangen können. Aber ich dachte mal, da einige gefragt hatten, wie das so funktionieren soll, kann ich es ja mal zeigen. Och, jetzt habe ich so früh Shift gedrückt. Ich glaube, ich schrei gleich einmal so richtig. Ich glaube, das wird ganz gut tun. Ist ja auch zum Glück gerade mal Viertel nach 10. Morgens, versteht sich. Ja. Warum eigentlich auch nicht? Meine Güte! Und ich nehme auch übrigens gerade auch nur so früh auf, weil ich heute so früh wach war und nicht wusste, was ich mit meiner ganzen Zeit anfangen soll. Weil irgendwie... YOLO. Ich weiß auch nicht, was ich hier jetzt gerade die ganze Zeit laber. Aber das Lied auf jeden Fall kacke. Was habe ich mir eigentlich dabei gebracht, als ich mir runtergeladen habe? Ich hab's doch gerade eben diesen Sprung geschafft. Warum jetzt auf einmal nicht mehr? Ja, wir wissen, dass wir da hoch müssen. Oh, ich glaube, das Lied habe ich noch heute, also vorhin runtergeladen. Ja, genau. So. Hui, hui. Ja, okay. Ich glaube, ich fange langsam an zu schneiden. Aber nee, das mache ich natürlich nicht. Keine Lust mehr. Das Level ist doof. So, den schafft man so.
den eigentlich auch. Ich mache jetzt doch mal so. Und zack. Ich weiß auch nicht, warum ich hier größere Probleme habe. Eigentlich ist das Level ganz einfach. Hey! Nein! Das war der letzte Sprung! Puh! So. Und zack. Und zack. Das war wieder zu früh im Schiff gedrückt. Zumindest das geht ganz gut. Drop It, das liegt der Titelname, passt auch irgendwie gerade. Okay, sowas soll ich eigentlich immer unterlassen, weil das wird dann ein bisschen Probleme geben mit der Synchronisation. Wenn es dann nämlich nicht hundertprozentig synchron sein sollte, dann ist das echt doof. So, zack. Und zack. Und zack. Und zack. Was habe ich jetzt schon hier falsch gemacht? Meine Güte, aber der, der sie gebaut hat, hat sich hier echt jede Individualität durchgedacht, damit man da nicht weiter cheaten kann. Respekt an den Erbauer, muss man ja mal sagen. Hust, hust. Nein, ich habe das tatsächlich so gebaut, dass man da nicht so leicht hochkommt. Aber dass man da so überhaupt nicht mehr hochkommt, damit habe ich eigentlich nicht gerechnet. Ansonsten schaffe ich das meistens beim zweiten oder dritten Mal. Und jetzt gerade bin ich echt super schlecht. Wie findet ihr das denn mit der Hintergrundmusik? Das würde mich auch nochmal interessieren, wenn ihr das in den Chat schreiben würdet. Vor allem in den Chat, ja. Ich habe in letzter Zeit ein bisschen zu viel in Streams geguckt. Natürlich in den Kommentaren, meine Güte. Was habe ich... Oh, achso, hier, achso, gut. Ich habe irgendwie gedacht, ich hätte jetzt gerade einen Bug gefunden, dass man irgendwie wieder hochschwimmen kann. Nein. Gut. Dann bin ich ja zufrieden. Da lang. Ja, wir wissen, dass wir da lang müssen. Wir waren hier schon ein paar Mal. Hier übrigens auch. Hier nichts korrekt, ne? Warum mache ich überhaupt sowas? Das war knapp. Und da war kein Shift. Da hat der Shift-Code gefehlt. Hahaha. Okay. Okay. Hat sich gerade irgendein USB-Gerät verabschiedet. Ich hoffe mal nicht, das war mein USB-Hub, weil sonst fliegt gleich auch meine Tastatur. Das wäre uncool. Oh, man kommt da tatsächlich rum, ohne einen Hit zu kriegen. Ist mir jetzt gerade aufgefallen. Okay. Das ist ein Bug. Das soll so nicht sein. So. Mal gucken, vielleicht kriegt man den ja auch noch gefixt. Wäre ja schön. Minecraft, please. Sonst wird es für meine Zuschauer langweilig. Und dann schalten die ab und dann... Dann kriege ich Daumen nach unten und dann... Dann, ne? Dann! Was mache ich eigentlich gerade für Müll? Ich weiß es nicht. Ich mache immer Müll, ich weiß. Ja, so denke ich auch gerade irgendwie. Das passt gerade ziemlich gut zu dem, was ich jetzt gerade brauche. Holy Macaroni, jetzt ernsthaft? So. Zack. Zack. Nein! Ja. Ich mag dieses Level nicht, wo es eigentlich voll einfach ist. Was? Habe ich was gesagt? Weiß nicht. Und da es ja aus meinem Mund kam, wäre es ja wahrscheinlich eben Müll gewesen. Es gibt, das gibt es jetzt ernsthaft nicht. Ich hänge jetzt hier 14 Minuten schon an diesem beschissenen Level. Auf jeden Fall nicht an diesem Level, sondern davor auch schon, aber... Oh, Sprintbug, please! Ich mag nie mehr. What the f... Was war
das. Das war geil. Ich bin in der Fackel hängen geblieben. Man kann also neuerdings auch in Fackeln stecken bleiben, okay? Das muss man natürlich berücksichtigen. Meine Güte, hat der Bauer aber echt nicht wieder mal nachgedacht. Man kann doch auch in den Fackeln stecken bleiben. Die Fackeln müssen weg. Meine Güte, was macht der hier auch, ey? Mann, du scheiß Fackel. Ups. Lalalala. Habe ich scheiß Fackel gesagt? Ich weiß es nicht. So, hier hängt es auf jeden Fall wieder. Alter, ich hab jetzt gleich wirklich keinen Lust mehr. Manu! Minecraft, please! Ich bin echt so schlecht gerade. Da hat sich Minecraft fast verabschiedet. Das wäre sehr uncool gewesen. Zack, 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 geil. Wirklich einfach nur geil. Wow. Sorry for the inconvenience, but Minecraft has crashed. Ja, da ist Minecraft abgestürzt. Ich hab's ja quasi schon hervorgesehen. Hervorgesehen vor allem. Vorhergesehen, meine ich natürlich. Na gut, ich denke mal, das soll es dann auch für diese Folge gewesen sein. Wir haben immerhin Level 9 geschafft. Wow. Naja gut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, Leute. Tschüss. Meine Güte, war das schlecht.